Mr. Beast hat sich die Frage gestellt, wie viele Ballons es brauchen würde, um damit in die Luft zu fliegen. Also befestigte er mehr und mehr mit Helium befüllte Ballons an seinem Körper. Und nach 39 Ballons flog er dann endlich in die Luft, aber wie genau will er da jetzt wieder runterkommen? Der Junge ist gerade dabei, einen der berühmtesten amerikanischen Influencer namens iShow Speed nur mit einem Hammer auf Glas zu malen. Dafür muss er erstmal mit einem Marker einige Umrandungen auf das Glas zeichnen, damit er weiß, wo er was machen muss. Nach der groben Zeichnung fängt er auch schon direkt an, mit einem Hammer auf das Glas zu schlagen, wodurch er dieses super coole Bild von ihm machen kann. Diese Frau wartete darauf, ihren Mann nach langer Zeit endlich wiederzusehen, da er ein Soldat ist und auf einer schwierigen Mission war. Während die Frau geduldig wartet, sieht sie, wie alle anderen Soldaten zu ihren Familien zurückkehren, aber ihren Ehemann findet sie selbst nach Suchen nicht wieder. Doch ganz plötzlich sieht sie ihren Mann in der Ferne und läuft direkt mit Tränen in den Augen in seine Richtung, weil sie ihn so lange nicht mehr gesehen hat. Beide umarmten sich und waren super erleichtert, sich endlich wiedersehen zu können. Diese Fahrstühle sind 326 Meter hoch und schaffen es in nur 66 Sekunden von ganz unten bis nach ganz oben zu kommen. Diese Fahrstühle sind an einer gigantischen Klippe in einer Stadt in China drangebaut worden und sehen ziemlich beängstigend aus. Würdest du dich trotzdem trauen, so einen Fahrstuhl zu benutzen? Dieses Ehepaar entschied sich dazu, ein kleines Häuschen für ihren Hund zu bauen und dafür benutzen sie zuallererst eine 2x2 Fläche aus Holzpaletten, der dann als Boden fungieren soll. Dann kleben sie zwei weitere Paletten zusammen und schneiden sie so, dass es sich für eine Wand eignet. Damit dort auch kein Regen in das Häuschen kommen kann, befestigen sie die Wände mit einem Schutz. Jetzt bohrt das Paar die Decke an die Paletten und eigentlich wäre das auch schon ein fertiges Häuschen, aber das Pärchen gibt sich damit nicht zufrieden und das Ende wird dich überraschen, also schau dir dieses Video bis zum Ende an. Denn das Pärchen verschönert das ganze Häuschen noch mit Blumen und einem Bett, damit sich der Hund auch wirklich wohlfühlen kann. Diese Frau hat ein unfassbares Talent. Eigentlich arbeitet sie als Putzkraft im Disneyland, aber als sie ein Mädchen gesehen hat, das ziemlich traurig aussah, entschied sie sich dazu, dem Mädchen ein Lächeln herbeizuzaubern, indem sie nur mit Wasser ein Bild auf dem Boden malt. Du kannst vielleicht jetzt schon erahnen, was das für ein Bild sein soll, aber das Ende wird dich überraschen. Es ist wirklich unglaublich faszinierend mit anzusehen, wie die Frau so präzise mit dem Wasser malen kann. Weißt du, wer das sein soll? Der Mann zerstört sein eigenes Lenkrad. Zu Beginn wunderst du dich, wieso er sein teures Lenkrad mit einem Cuttermesser kaputt macht. Aber das Ende wird dich schockieren. Nachdem er nämlich das Lenkrad grob zerschnitten hat, nimmt er das Lenkrad vom Auto ab und geht damit in seine eigene Werkstatt, um den Rest vom Kunststoff mit Schleifpapier abzuschleifen. Danach sprüht er sein ziemlich zerstörtes Lenkrad mit blauer und weißer Farbe an und klebt verschiedenste Dinge an das Lenkrad. Und nach einigen Stunden Arbeit war er fertig und das Ergebnis sieht, sagen wir mal, komisch aus. Er hat sich einen Geheimgang in seinem Haus einbauen lassen und der Geheimraum sieht unfassbar schön aus. Das Coole dabei ist, dass sich der Gang automatisch öffnen und schließen kann und der Geheimraum ist in Wirklichkeit ein Weinkeller mit super vielen Weinflaschen. Dieser Mann wurde zutiefst gedemütigt, denn die beiden Männer in schwarzen T-Shirts haben sich dazu entschieden, den anderen Mann zu verarschen, indem sie so tun, als würden sie ein ganz normales Spiel spielen. Aber sobald der Mann mit dem weißen T-Shirt am Zug ist, passiert das. Wenn du Höhenangst hast, solltest du dir dieses Video auf keinen Fall anschauen, denn für seine Arbeit muss der Mann auf Windräder klettern. Da das natürlich super gefährlich ist, muss er sich natürlich erstmal an mehreren Stellen festbinden, damit er auch nicht runterfallen kann. Sein Job ist es nämlich zu überprüfen, ob die Windräder Risse bekommen und sie dann notfalls selber zu reparieren. Diese Frau macht Teller aus ganz normalen Blättern. Zuallererst drückt sie ein Blatt in den Ton und nimmt das Blatt wieder weg, um ein schönes Muster auf dem Ton zu bekommen. Jetzt sieht das aber noch nicht wirklich schön aus, aber das Ende wird dich schockieren. Nach dem Ausschneiden bemalt sie den Ton noch mit blauer Farbe und das Ergebnis sieht unfassbar schön aus. Die sechs Freunde haben sich dazu entschieden, alles von ihnen in ein 2D-Design zu bemalen. Zuallererst bemalen sie ihr ganzes Auto und das 2D-Design sieht wirklich cool aus. Aber das war noch lange nicht alles. Denn als wäre es nicht schon genug, ein ganzes Auto zu bemalen, gehen sie in ihr neu eröffnetes Café und bemalen den ganzen Boden, alle Wände und sogar alle möglichen Möbel und das Ergebnis sieht unfassbar aus. Als dieser Vater seine Haustür öffnete, sah er einen großen Stapel von Plastikbechern, weil ihn seine Kinder einen Streich spielen wollten. Der Vater hat den Stapel natürlich gesehen und hat sich dazu entschieden, seinen Kindern eine Freude zu bereiten, indem er die Tür wieder schließt und wartet, bis die Kinder erwartungsvoll
auf die Tür schauen. Als der Vater dann in das Haus reinkam, tat er so, als wäre er voll in die Falle getappt. Und die Kinder haben sich über ihren geglückten Scherz gefreut. Wenn du die Aktion von dem Vater auch süß findest, abonniere diesen Kanal. Diese Frau hat wahrscheinlich die dümmste Idee jemals gehabt und das Ende wird dich schockieren. Denn nachdem die Frau Gel in die Form ihres Ohrs gegossen hat und wartet, bis es trocken geworden ist, hatte sie einen Abdruck von ihrem Ohr mit AirPods drinnen. Denn die eigentliche Idee von der Frau ist es, eine Halterung für ihre AirPods zu bauen, damit die AirPods nicht immer aus ihren Ohren fallen. Weshalb sie aus Metall eine Elfenohrform baut und nach einiger Arbeit ist das Ergebnis fertig. Das ist Corinne und sie ist eine professionelle Athletin und Stuntfrau. Hier zum Beispiel siehst du, wie sie an verschiedensten Orten für eine Szene in einem Kurzfilm übt. In der Szene wird sie nämlich mit einer Pistole angeschossen und muss dementsprechend auch tot umfallen. Und wie sie das macht, sieht einfach nur unfassbar realistisch aus und braucht wahrscheinlich auch super viel Übung. Die beiden Schüler schlagen sich gegenseitig während ihrer Mottowoche in der Schule und das Ende wird dich schockieren. Alle Schüler warten auf den Lehrer, damit er die beiden Schüler dann auseinanderbringt. Als der Lehrer kommt, ist er erstmal ganz verwundert, wieso sich die Schüler streiten. Aber in Wirklichkeit war das eine Überraschung für den Lehrer, bei dem die Schüler ihm Blumen schenken und sich von ihm verabschieden. Dieser Mitarbeiter hatte einen ziemlich schlechten Tag auf seiner Arbeit, denn während seiner Arbeit sind ganz plötzlich ganze Türme voller Dosen umgekippt und zuerst ist auch nichts allzu Schlimmes passiert, da die anderen Türme den fallenden Turm abfangen konnten. Aber kurz nachdem sich alle Arbeiter von dem umgekippten Turm distanziert haben, sind plötzlich alle Dosen runtergefallen und zum Glück hat sich dort niemand verletzt. Das Eichhörnchen brauchte unbedingt Hilfe, denn als die Männer dem Eichhörnchen folgten, fanden sie drei Eichhörnchen, die unter Schott begraben wurden und sich selbst nicht mehr befreien konnten. Das erste Eichhörnchen hatte so viel Angst und schrie nach Hilfe. Doch zum Schluss konnten die beiden Männer alle drei Eichhörnchen befreien. Abonniere, wenn du Eichhörnchen liebst. Der Hund war schockiert, als er herausfand, dass ihr Besitzer mit ihm sprechen kann. Woof! Die Frau ist eine unfassbar talentierte Künstlerin, denn das ist Amy Shackleton und sie hat eine ziemlich besondere Art und Weise, ihre Gemälde zu machen. Anstatt einfach einen Pinsel zu benutzen, nimmt sie lieber einen Föhn, ein Lineal oder spritzt einfach nur die Farbe auf das Gemälde. Und da sie eben keine Pinsel benutzt, ist es auch ziemlich schwer, ordentlich zu malen. Aber da sie über mehrere Jahre geübt hat, sehen die Ergebnisse unfassbar schön aus. Der Mann macht ein Porträt für einen Fußballspieler nur aus Würfeln, denn dieser Mann hat sich fest dazu entschlossen, ein Porträt für seinen Lieblingsfußballer zu machen, aber zu Beginn sieht es eher so aus, als wären die Würfel einfach zufällig angeordnet, aber das Ende wird dich wirklich schockieren, denn nach einigen Stunden ist das Ergebnis fertig und kannst du erkennen, wer das sein soll? Diese Gemälde sind am Leben. So gut wie jeder kennt die Gemälde von Vincent van Gogh, sei es aus dem Kunstunterricht, Social Media oder aus Museen. Aber hast du jemals gesehen, wie es aussehen würde, wenn man sich in den Gemälden befindet? Denn genau diese Frage hat sich ein kleines Animationsteam gefragt, weshalb sie sich dazu entschlossen haben, einige von Van Goghs Werken zu Leben zu erwecken. So sehen super realistische Roboter in chinesischen Restaurants aus. Wie du siehst, ist das Kind neben dem Roboter auch super ängstlich, weil sie sowas noch nie gesehen hat. Wahrscheinlich wirst du mir das aber nicht glauben, denn in Wirklichkeit sind das keine Roboter, sondern ganz normale Menschen, aber durch ihre emotionslosen Bewegungen und der Schminke sieht es so aus, als wären das Roboter. Während eines Militäreinsatzes wurde diesem Mann in den Arm geschossen, weshalb die Ärzte meinten, dass er niemals wieder in der Lage wäre, seinen Arm richtig zu bewegen. Aber dieser Mann gab niemals auf und arbeitete jeden Tag daran, seinen Arm wieder bewegen zu können, indem er versucht, aus einem Glas zu trinken. Und nach unglaublichen 63 Tagen hat er es geschafft. Die Frau wollte einen Hund adoptieren und als der Hund diese goldene Karte sah, wurde ihm direkt klar, dass er es in Zukunft besser haben wird. Weshalb er direkt ausgeflippt ist und sogar die goldene Karte nahm, weil er so glücklich ist. Der Mann kann jedes Messer extrem scharf machen. Als der Mann versuchte, verschiedene Dinge wie Papier, eine Gurke oder eine Tomate mit einem Messer zu schneiden, war das Messer leider super stumpf, weshalb er es erstmal ordentlich schärfen musste. Als erstes beginnt er damit, das Messer ganz simpel an einem Schleifstein zu schärfen. Danach tropft er Seifenwasser auf das Messer, wodurch es besser und leichter geschärft werden kann. Bevor er dann das Messer testen kann, poliert er das Messer noch für den letzten Schliff. Und jetzt ist er bereit, das Messer
erneut zu testen und wie erwartet schneidet das Messer alles super leicht. Als die Frau einen sterbenden Babyaffen im Regen fand, nahm sie den Affen direkt mit zu ihr nach Hause, um den Affen erstmal zu säubern, ihm Essen zu geben und Kleidung zu schenken. Und glaub mir, das Ende wird dich schockieren. Danach fing der Babyaffe nämlich an, ihr Haus zu erkunden und sie wurden super schnell beste Freunde. Sie gingen sogar zusammen spazieren und die Frau brachte ihm bei, wie man mit einem Löffel essen kann und wie man ein Handy benutzt. Das ist die verrückteste Schule jemals, denn die Schüler gehen auf diese Schule, um professionelle Stuntmänner und Frauen zu werden. Und obwohl das alles ziemlich spaßig aussieht, ist das gleichzeitig auch ziemlich gefährlich, da man sich schon bei super kleinen Fehlern und ohne jahrelangem Training ziemlich schwer verletzen könnte. Dieser Kerl hat allen das Gegenteil bewiesen, denn dieses Unternehmen wirbt damit, dass ihr Fernseher unzerstörbar ist und lässt deswegen Leute auf den Bildschirm einschlagen. Nach dem ersten Schlag ging der Fernseher auch nicht kaputt, aber dann hat der Mann ernst gemacht und beim zweiten Versuch passiert das. Das ist wahrscheinlich die Traumfrau von ziemlich vielen Leuten. Denn schau dir nur mal an, wie diese Kellnerin während des Oktoberfestes 13 Biere gleichzeitig tragen kann. Die Biere zu tragen ist natürlich auch extrem schwer, weshalb man auch eine ganz besondere Technik braucht, um diese ganzen Gläser überhaupt tragen zu können und keines davon fallen zu lassen. Während eines Fußballspiels hat sich dieser Mann dazu entschieden, zwischen der Security auf das Feld zu stürmen und dieser Moment hat sein ganzes Leben verändert. Denn während er dabei war, auf das Feld zu rennen, rutscht er ganz plötzlich aus und es sieht so aus, als hätte er dabei eine ernste Verletzung bekommen, weshalb sogar die Security gekommen ist, um nach ihm zu sehen. Er reagierte aber nicht auf die Fragen der Security und deshalb mussten sie ganz schnell einen Sanitäter rufen. Seine Freundin eilte ebenfalls zu ihm und war ganz schockiert, weil sie nicht wusste, was passiert war. Aber was jetzt passiert, wird dich schockieren. Denn aus dem Nichts steht der Mann wieder auf und macht seiner Freundin einfach einen Heiratsantrag. Den Mann, den du jetzt gerade siehst, ist keine Wachsfigur, sondern eine echte Person namens Alex. Und Alex hat ein ziemlich komisches Hobby. Sein Hobby ist es nämlich, so zu tun, als wäre er eine Puppe, die sich nicht bewegen kann und dadurch entstehen solche coolen Clips. Dieses Militärtraining ist super hart, denn das Ziel bei diesem Training ist es, die Maske auf dem Boden des Schwimmbeckens aufzuheben, während die Hände und Füße gefesselt sind. Für dieses Training ist es super wichtig, ruhig zu bleiben und sich schrittweise der Maske zu nähern, um nicht in Panik zu verfallen. Würdest du dir zutrauen, das auch zu schaffen? So sieht es aus, wenn ein professioneller Stuntman für einen Kurzfilm üben muss. Obwohl das nicht so schwer aussieht, musste der Mann mehrere Jahre an eine spezielle Schule gehen, um zu üben, damit er die Stunts so realistisch wie möglich machen kann. Gleichzeitig muss er super vorsichtig sein, da er sich sehr leicht verletzen könnte, wenn er sich einmal kurz nicht konzentriert. Das darfst du auf gar keinen Fall nachmachen, denn das ist Joe und er macht Parkour aus Leidenschaft, seit er ein Kind war. Das Ziel von Joe ist es, Wege zu finden, wie man schnellstmöglich von hohen Gebäuden runterkommt und von Mal zu Mal immer verrücktere Wege nach unten zu finden. So beschließt er auch ganz einfach aus dem Nichts von einem Dach auf eine Straßenlampe zu springen und an der Straßenlampe runterzurutschen. Die Tasche des Mannes ist unendlich groß. Der Mann hat es sich nämlich zum Ziel gemacht, an einem sonnigen Tag an den Strand zu gehen und alle Leute zu schockieren. Sein Plan war es, eine relativ kleine Tasche mitzunehmen und aus der Tasche die verschiedensten Sachen rauszuholen, die eigentlich gar nicht in die Tasche passen würden, wodurch die Strandbesucher verwundert waren und wenn du weißt, wie er das macht, dann schreib es unbedingt in die Kommentare. Während der Mann ganz entspannt Skifahren wollte, entdeckte er ganz plötzlich ein Snowboard aus dem Schnee ragen, weshalb er direkt stehen blieb. Da sich das Snowboard bewegte, wusste er, dass dort ein Mensch im Schnee begraben wurde. Der Skifahrer versuchte so schnell wie möglich zu ihm zu kommen, um ihm schnellstmöglich helfen zu können. Als er endlich an das Snowboard gekommen war, fing er direkt an, ihn mit seinen Händen freizugraben und nach knapp 2 Minuten war das Loch tief genug, damit der Mann endlich wieder normal Luft bekommen konnte. Der Mann ist in diesem Moment unter Wasser. Jetzt gerade steht er auf einer Plattform in etwa 9 Metern Tiefe, aber dieser Pool geht in Wirklichkeit noch viel tiefer. Der Pool ist eine Attraktion für Tieftaucher in Südkorea und das ist der tiefste Pool in dem ganzen Land. Und wenn du wirklich ganz nach unten tauchen möchtest, brauchst du eine Tauchausrüstung, weil es so tief ist. Der Name des Pools ist Paradive 35, weil der Pool eine Tiefe von 35 Metern hat. Der Mann zerstört seine Mercedes, denn das Ziel von ihm ist es, seinen alten Mercedes luxuriöser auszustatten, da der Van schon einige Jahre alt ist und er ihn so wie er jetzt ist, nicht sonderlich schön und bequem findet. Dafür schraubt er nahezu alle Bestandteile des Autos ab und das Ende wird dich überraschen. Denn nachdem der Mann neue Sitze, neue Wände und so gut wie alle anderen Dinge ausgetauscht hat, sieht der Van jetzt so aus. Das junge Mädchen hat eine Entwicklungsstörung, weshalb es für sie sehr schwer ist, neue Freunde in ihrem Alter zu finden. Aber letztes Jahr hatte sie das Glück, 2 Freunde kennengelernt zu haben. Jedoch lebten die beiden sehr weit weg und deshalb konnten
konnten sie sich nur sehr selten sehen. Aber zu ihrem Geburtstag reisten die beiden Freundinnen den ganzen Weg, nur damit die beiden das Mädchen an ihrem Geburtstag überraschen konnten. Und die Reaktion des Mädchens war super niedlich. Nachdem die Familie des Jungen arbeitsbedingt in einen anderen Staat ziehen mussten, erzählte er seiner Mutter, dass er seine alten Klassenkameraden ganz toll vermissen würde. Deshalb entschied sich die Mutter dazu, den Jungen zu überraschen, indem sie ihn zu seiner alten Schule fährt, damit er seine Freunde wiedersehen kann. Als er dann seine alte Klasse betrat, konnten seine Freunde es nicht glauben und stürmten zu ihm, um ihn zu umarmen. Das junge Mädchen war für über 95 Tage im Krankenhaus auf der Intensivstation aufgrund einer Lungeninfektion. Selbst die Ärzte waren sich nicht sicher, ob sie es überleben würde. Aber das Mädchen gab niemals auf und das ist der Moment, als sie endlich aus dem Krankenhaus gehen konnte, nachdem sie die Infektion besiegte. Das ganze Personal des Krankenhauses kam zusammen, um dem Mädchen zu gratulieren. Dieses Video ging viral, als das Mädchen mit ihren Eltern nach Disneyland kam, aber kein Eis bekommen hat. Das Mädchen war unfassbar traurig, weil es sich so sehr auf das Eis freute. Aber der Mitarbeiter tat etwas unfassbar Nettes. Als er nämlich hinter dem Mädchen war, stellte er eine Schale mit Eis auf ihren Tisch und nachdem das Mädchen es bemerkte, war sie unglaublich fröhlich. Stell dir nur einmal vor, du hättest diesen Mann als Nachbar. Denn das ist Hironori aus Japan und er versucht so hoch wie möglich zu springen. Da ihm das normale Springen aber viel zu langweilig wäre, hat er sich dazu entschieden, 10 Kilo Gewichte an seinen Händen zu halten und trotz des Extragewichts kann er immer noch so hoch springen, aber das Ende wird dich schockieren, weil er jetzt versucht, seinen Rekord von 1,50 Meter zu brechen und nach super vielen Versuchen schafft er es endlich. Nachdem die Familie den Jungen adoptiert hatte, fanden sie heraus, dass er noch nie in seinem ganzen Leben eine Geburtstagstorte bekommen hatte. Also hat sich die Familie natürlich dazu entschieden, ihn an seinem Geburtstag zu überraschen, indem sie ihm eine schöne Geburtstagstorte an den Tisch brachten. Als der Junge die Torte sah, wurde er super emotional, fing an zu weinen und bedankte sich bei jedem. Als sich die Familie dazu entschieden hat, ein Feuerwerk zum 4. Juli zu zünden, passierte etwas ziemlich Schlimmes, denn während das Feuerwerk in die Luft flog, wechselte das Feuerwerk aus dem Nichts die Richtung und flog nun wieder auf den Boden zu. Und genau in diesem Moment hatte jemand anderes ebenfalls ein Video aufgenommen und als das Feuerwerk bei der anderen Person ankam, passierte das. Zum Glück wurde aber niemand verletzt. Dieses Paar betrat das erste Mal ihr neues Haus, das sie gerade gekauft hatten. Als der Mann sie anhielt und meinte, sie solle sich den Schlüsselbund ansehen, stand folgende Botschaft drauf: Kylie, willst du mich heiraten? Als er dann auf die Knie ging, sagte er seiner Freundin, dass er sich nach dem Kauf des Hauses bereit fühlen würde. Und als sie sich dann umdrehte, war sie fassungslos und wusste gar nicht, was sie sagen soll. Der Mann hat eine ziemlich lustige Art, Geld zu verdienen, denn er geht täglich in eine stark besuchte Straße und seine einzige Aufgabe ist es, sich einfach gar nicht zu bewegen. Denn wenn man ein wenig Kleingeld in die Box neben ihm wirft, darf man den Mann in irgendeine beliebige Position formen und er muss diese dann durchgehend halten. Wenn du es hast, Hüte zu tragen, dann wird der Mann definitiv deine Meinung ändern. Denn er ist ein weltbekannter Hütemacher und ist gerade dabei, einen der coolsten Hüte zu machen, die du jemals sehen wirst. Er startet damit, das bereits perfekt abgemessen Material zu dehnen und die generelle Form des Hutes zu formen. Danach benutzt er einen Bügeleisen und einen Fusselrasierer, damit der Hut später besser aussieht und länger hält. Als nächstes schneidet er den Hut in eine perfekte Kreisform, aber ab hier wird es erst richtig interessant. Denn nachdem er den Hut verformt, lässt er den Hut verbrennen. Das Feuer sorgt aber dafür, dem Hut eine glatte Oberfläche zu geben, damit keine Fussel entstehen können. Als nächstes fügt er viele kleine Details und Accessoires hinzu und das Endergebnis sieht einfach unfassbar aus. Der Mann hat seine Drohne im Wert von 1000 Euro geopfert, nur um diese Nahaufnahmen an einem aktiven Vulkan in Island zu machen. Aber das Opfer ist es wirklich wert gewesen, wenn man sich einfach nur mal diese atemberaubenden Aufnahmen ansieht. Der Junge hat mit seinem speziell angefertigten Traktor komplett den Rahmen gesprengt. Denn der Junge hat sich selber ein Go-Kart zusammengebaut und damit driftet er nicht nur über Wiesen oder Straßen, sondern auch zwischen Autos im Wert von 1,5 Millionen Euro. Diese Freunde sind wirklich verrückt, denn sie hatten die komische Idee, Fußball auf einem Trampolin zu spielen, aber in mehreren hundert Metern Höhe. Dafür haben sie einen großen Heißluftballon gemietet und ein Trampolin dran befestigt. Aber das war noch nicht alles, denn nachdem sie Fußball gespielt haben, mussten sie ja wieder nach unten kommen und dafür springen sie einfach vom Trampolin. Dieses Kunstwerk wurde für über 8 Millionen Euro verkauft, aber das ist noch lange nicht das hässlichste und komischste Kunstwerk, was du heute sehen wirst. Denn dieser Künstler zum Beispiel hat einen Turm aus roten Eimern, die mit Sand befüllt sind, gebaut und wartet einfach nur, bis der Turm hinunterfällt. Oder bei diesem Kunstwerk schlägt die Künstlerin einfach nur gegen ein dickes Stück Butter.